Gegen 3.20 Uhr war eine 20-Jährige mit einem Bekannten in ihrem Kleinwagen auf der Autobahn 1 unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Wildeshausen West und Wildeshausen Nord fuhr die junge Frau plötzlich auf einen vor ihr fahrenden Sattelzug auf. Nach Polizeiangaben blieb der beschädigte Kleinwagen auf der Fahrbahn stehen und die beiden Pkw-Insassen stiegen aus ihrem Fahrzeug aus. Ein nachfolgender Lkw-Fahrer hatte vor dem Unfall vor ihm offenbar nichts bemerkt und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Das Auto wurde erfasst und durch die Luft geschleudert. Dabei wurde die 20-jährige Frau von ihrem Pkw getroffen und tödlich verletzt. Der 19-jährige Mann erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen und wurde zur Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gefahren. Die beiden Lastwagenfahrer blieben unverletzt.